Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Und ich bin immer noch bei diesem Rätsel mit dem Buchstaben. Und ich weiß einfach nicht, was ich da noch machen soll. Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Hab jetzt natürlich beim zweiten Mal nicht geguckt, ob ich mich nicht irgendwo verschrieben habe oder so. Oder, ja, deshalb werde ich das jetzt nochmal so probieren, falls das nicht funktioniert. Dann muss ich da wirklich nochmal gucken, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich sonst machen soll. Die Zettel sagen das eigentlich relativ eindeutig, dass das der richtige Weg ist, finde ich. Welchen Haar brauche ich? Also es kann durchaus sein, dass ich vielleicht irgendwo einen Buchstabe oder so vergessen habe. Ich habe es jetzt nicht nochmal kontrolliert. Deshalb werde ich das jetzt einfach nochmal machen. Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen, dass es deshalb jetzt nicht funktioniert hat. So, findest noch. So, dann hätten wir das erste ja schon fertig. Findest die. So, schneide und du findest. Doch, das ist richtig, meiner Meinung nach. So, die Religion. Religion, ja. Das passt soweit auch. Verbirgt. Vielleicht ist auch irgendwas draußen ausgelöst worden. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mich einfach nochmal umschauen müssen. Verbirgt. Verbirgt, ja. Einen. So, leuchtenden Ort jetzt noch. Und dann mal gucken. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich sonst machen soll eigentlich. Weil, wie gesagt, ich finde das so von der Anordnung her eigentlich recht logisch. Ich hätte es eigentlich andersrum gemacht. Vielleicht, aber da habe ich ja nochmal kontrolliert, ob es richtig geschrieben ist. Leuchten, denn und Ort, so, schneide und du findest die Religion verbirgt einen leuchtenden Ort. Ja, fertig. Es ist wieder nichts passiert, ne? Oh, verdammt. Was ist denn nur los? Oh, das ging aber beim letzten Mal nicht. Das X markiert den Schatz. Ist das sowas wie ein Spiegel oder so? Der hier drin ist? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir doch mal gucken, was das für eine Stelle ist da hinten. Was ist denn da drin? Schneide und du findest, ha? Dann schneiden wir mal. Das ist das Einzige, was ich zum Schneiden noch habe. Das Zeug. Ein wahrhaft entscheidendes Geständnis. Deine Beharrlichkeit hat gesiegt, Elizabeth. Wie sehr habe ich diesen Augenblick gefürchtet. Nur die Mumie kann die Macht haben, meine Liebe zu dir zunichte zu machen. Ich bewahre die Welt so gut ich kann vor der Gefahr Anubis. Verzeih mir. Okay, Elizabeth steckt also auf jeden Fall mit drinne. Aber wer steckt hinter der Mumie? Weil wir ja eigentlich den Brief von Elizabeth gefunden haben, in dem sie auch erklärt hat, dass sie die Mumie für echt hält. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch eingesammelt? Aber ich gehe erstmal raus hier. Bevor ich mir das jetzt angucke. Ein Schlüssel. Und irgendwelche Gewichte. Ich habe schon eine Idee, wo wir die einsetzen können eventuell. Denn wir haben ja immer noch hier diese Uhr. Diese Uhr muss etwas verbergen. Ja. Hier unten, das kann man doch bestimmt. Wir haben ja noch die Haken auch eingesammelt. Jawohl, die passen irgendwo hier hin. So, und dann können wir bestimmt die Gewichte da dranhängen. Probieren wir das doch mal.
Okay, ich glaube, das ist jetzt bestimmt falsch. Wir müssen bestimmt gleich hängen. Okay. Mal alles wieder einsammeln. Dann probieren wir doch mal blau. Obwohl blau und weiß jetzt relativ ähnlich aussahen von der Stärke her. Das hier bewegt sich jetzt gar nicht. Und das auch nicht. Okay, blau ist jetzt zu schwer. Also das scheint relativ leicht zu gehen. Dann werde ich mal vorne gelb hinhängen. Das scheint das leichteste Gewicht zu sein. Und dann weiß und dann blau. Da passiert schon mal nichts. Nee, das ist dann bestimmt falsch. Dann werden wir mal blau hier hinhängen. Und hinten weiß. Jawohl. Okay. Passt da jetzt der Schlüssel rein? Es tickt. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Ja, aber wo? Die Explosion muss sehr heftig gewesen sein. Wo kann man denn hier eingesperrt sein? Hilfe! Ich bin eingesperrt! Ob das jetzt Lord Montcalf ist? Hier kann man nichts machen. Ob das hier hinter der Tür ist? Hilfe! Ich bin eingesperrt! Verschlossen. Verschlossen. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Ja, aber wo denn? Verschlossen. Aber ich scheint doch das jetzt. Aber wie? Was habe ich denn jetzt ausgelöst damit? Außer dass die Uhr tickt. Was ich im Übrigen irgendwie gruselig finde. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Aber ich habe keine Zeit, die abläuft. Die Explosion muss sehr heftig gewesen sein. Ja, wir haben doch schon festgestellt, dass das irgendwie alles nicht so unbedingt mit einer Explosion zu tun hat. Wo kann der denn nur eingesperrt sein? Ich hätte jetzt gedacht, hinter dieser Tür. Hier finde ich nichts mehr. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Ja, den Teil habe ich verstanden. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Habe ich irgendeinen Gegenstand noch? Oh mein Gott. Wir sprengen jetzt tatsächlich dieses Ding in die Luft. Ausgelöst. Wir werden nun alle sterben und alle Ausgänge sind verschlossen. Sie sind Lord Montcalf, wie ich vermute. Kann man das Ding denn irgendwie entschärfen? Ich habe diese Kreatur, diese Höllenmaschine montieren sehen. Ich weiß aber nicht, wie sie funktioniert. Mein Haus wird in die Luft gehen. Oh Mann, da sieht ja alles sehr gefährlich aus und die Zeit läuft natürlich auch mal wieder. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht durchkommen, aber hier können wir irgendwas mitnehmen. Diese Kugel stammt aus einem Gewehr. Zweifellos aus dem Gewehr, das aus dem kleinen Salon verschwunden ist. Ja, das haben wir ja schon mitbekommen. Diese Tür ist durch die heruntergefallenen Regale auf der anderen Seite blockiert. Wie du das wieder weißt, Holmes? Hast du Röntgenaugen und kannst das sehen, oder was? Ob er noch was zu sagen hat? Mein Haus wird in die Luft gehen! Ja, den Teil habe ich verstanden. Wir müssen jetzt also irgendwie diese Bombe finden. Haben wir das jetzt durch die Uhr ausgelöst, als wir die zusammengesetzt haben? Wäre natürlich blöd, ne?
So, ich nehme an, die Treppe können wir nicht runter. Die sieht so aus, als würde die unter Strom stehen. Ich fürchte, dann wird Holmes wohl sterben. Dann lassen wir das mal lieber. Müssen jetzt aber erstmal rausfinden. Was wir hier jetzt noch so finden können, wie wir hier wegkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir runter müssen irgendwann, ne? Weil hier oben gibt's ja nichts. Die Tür hier drüben ist ja auch zu. Der Eindringling hat diese Tür von außen zugesperrt. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Müssen wir wieder zurück zur Uhr? Dann müssen wir mal irgendwie versuchen, einen Weg dahin zu finden. Mal sehen, ob noch Spuren vorhanden sind. Das ist das Gewehr. So, hier können wir uns was genauer anschauen. Fingerabdrücke. Sieh an. Die Mumie scheint sehr gut erhaltene Finger zu haben. Ja, das deutet ja wohl darauf hin, dass es eben keine Mumie ist, ne? Wie wir das schon eigentlich die ganze Zeit vermutet haben. Also irgendjemand verkleidet sich hier und versucht uns irgendwie zu verarschen, beziehungsweise den Lord Montcalf. Der war ja das erste Opfer dieser Mumie. So, ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Können wir hier irgendwas machen, weil das jetzt hier so in der nahen Sicht ist? Sieht auch nicht so aus. Das ist ja blöd. Die Zeit geht zum Glück relativ lang, aber hier können wir es machen. Dann haben wir gute Chancen, also. So, jetzt ist er mitgekommen. Hast du jetzt was zu sagen? Die Mumie versucht uns alle umzubringen. Ja, aber du hättest mir ruhig mal verraten können, dass hier ein Geheimraum ist. Diese Maschine erzeugt durch Dampf und die Rotation des Mumiers Strom. Das System dahinter ist von Faraday inspiriert. Ah, das müssen wir bestimmt ausschalten, damit wir die Treppe runterkommen. Hier haben wir eine Schaufel. Und mit der Schaufel können wir bestimmt erstmal hier... Ach, das ist die Kugel, ne? Ja, mit der können wir nichts anfangen. Aber damit können wir jetzt bestimmt das hier entfernen. So, dass erstmal weniger Dampf erzeugt wird. Aber das dreht sich immer noch. Ah, hier. Perfekt. Und es hört auf. Damit müsste eigentlich jetzt der Strom doch abgeschalten sein, oder? Dieses Stromknistern ist auf jeden Fall weg. Ja, das sieht doch gut aus. Na dann. Gehen wir mal vorsichtig hier runter. Was haben wir hier? Eine Leiter. Nehmen wir mal mit. So, hier kommen wir nur wieder nach oben. Müssen uns ja nochmal hier überall ganz genau umschauen. Obwohl ich es ja durchaus interessant finde, dass wir praktisch die Räume, die wir eigentlich schon mal jetzt gesehen haben, nochmal besuchen praktisch. Aber hier ist nichts. Und hier? Auch nicht. Mal sehen. Hier ist ein Buch. Ich meine, wir haben ja die Leiter, die muss ja auch für irgendwas gut sein, oder? Hier können wir auf jeden Fall irgendwas verwenden. Ich gehe mal davon aus, dass die Leiter dann damit gemeint ist. So, dann werden wir gleich mal da hochsteigen. Vorher schaue ich jetzt aber nochmal hier auf den Boden. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Obwohl, mit der Zeit ist es natürlich schon wieder so ein Ding, ne? Man neigt dazu, das alles dann ein bisschen hektisch zu machen. Ich hoffe, ich übersehe da jetzt nichts und wir scheitern dann am Ende daran. Obwohl es ja wirklich eher langsam vorangeht mit der Zeit. Das ist ja schon mal gut. So, hier ist aber auch nichts weiter. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Gibt's hier irgendwas? Hier? Alfred Nobel, Allgemeine Gesellschaft für die Herstellung von Dynamit. Gebrauchsanweisung, zweite Auflage. Wofür brauche ich das? Okay. Mal sehen, ist hier noch was? Lieferschein. 254, 321 Sprengstoff und Zünder. Also es hat sich auf jeden Fall irgendjemand offenbar ja liefern lassen. Also die Zutaten für die Bombe, nehme ich mal an, soll mir das jetzt sagen. Und wir haben eine Gebrauchsanweisung gefunden, wie man das eventuell herstellen könnte. Das ist bestimmt einfach mal alles Beweisstücke.
Wir haben jetzt ein Stück Stoff, die Kugel, dieses Bandagenstück, das wir schon von Anfang an haben, dieses Band. Und wir haben oben gesehen, dass irgendwie dieses eine Glas von Absätzen von hohen Schuhen, wahrscheinlich von einem Damenschuh, zerstört wurde. Also irgendwie drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass Elizabeth tatsächlich hier irgendwie dahinter steckt. Mal sehen, wie das eventuell noch gelöst wird. Kommen wir jetzt eigentlich wieder hier raus? Ah ja, perfekt. So, hier kommen wir wieder zurück. Hier ist was. Eine Kerze haben wir jetzt eingesammelt, oder? Gucke ich gleich nochmal nach. So, weiter kommen wir jetzt hier aber. Erstmal nicht, gehen wir mal rüber. Kommen wir hier hinter? Ne, hinter den Schreibtisch kommen wir nicht. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Nein. Ah, hier ist aber irgendwas. Das müssen wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Erstmal. Ah, hier. Dieses Puzzle scheint interessant zu sein. Aber ich habe nicht genügend Teile. Oh, ich weiß auch, wie das funktioniert. Aber wir können das offenbar noch nicht lösen. Da müssen wir noch ein bisschen uns umschauen. Hier waren wir schon. Hier ist nichts. Hier drüben kann ich auch nichts weiter anschauen. Hier kann ich hingehen. Damit kann ich nichts anfangen. Und mit dieser Uhr auch nicht. Okay, hier komme ich nur wieder hier hin. Ist hier irgendwas noch? Nee, komme ich hier raus? Ah ja, okay, wir sind also wieder in der Ausstellung. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier jetzt noch ein bisschen was finden. Ich meine, irgendwie müssen wir ja für dieses Rätsel jetzt noch entsprechende Teile suchen oder so. Was war das gerade? Ich habe doch gerade genau die Lupe gesehen. Bin ich blöd? Ich dachte, ich hätte die Lupe gerade gesehen. Hier. Die erste Bombe hat das Fundament des Hauses erschüttert. Es gab mehrere. Ach ja, die zweite wollen wir jetzt entschärfen. Gut, das habe ich verstanden. Die erste Bombe hat das Fundament des Hauses erschüttert. Ist hier irgendwas? Hier ist was? Eine Lampe, mit der wir aber jetzt nichts anfangen können. Ich brauche mal später irgendwie Feuer oder sowas. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir vielleicht gebrauchen könnten? Hier. Der Teppich ist jetzt weg. Und hier ist irgendein Mechanismus, mit dem wir jetzt wahrscheinlich nichts anfangen können, weil wir nichts haben, was wir damit verwenden können. Okay. Aber gut, dass wir es schon mal gefunden haben. Gehen wir mal hier rüber. Hier, können wir noch was machen? Sieh an, in diesem Sockel scheint etwas zu sein. Und was? Eine Waage? Wozu braucht man das bitte? Das, was mit dem Ding hier drüben zu tun hat, das könnten wir dann nochmal ausprobieren. Aber es scheinen ja sehr viele schräge Sachen irgendwie versteckt zu sein. So, das hatten wir schon. Hier können wir noch was machen? Alles verriegelt. Es muss doch ein Mittel geben, diese Schubladen aufzumachen. Haben wir aber nicht. Hier war noch was. Der Dolch. Warte mal. Ha! Weiße Marken. Ach, die sind bestimmt für das Rätsel. Da wette ich doch drauf. Da müssen wir jetzt bestimmt noch mehr davon finden, ne? Gehen wir mal hier hin. Ob wir noch irgendwas finden. Ne. Hier noch was. Wir scheinen jetzt auch auf jeden Fall irgendwie diese ganzen Räume wieder untersuchen zu können. Hier ist nichts. Bilder, irgendwas hier. Wir müssen ja diese offenbar solche Steine finden. Alles verriegelt. Es muss doch ein Mittel geben, diese Schubladen aufzumachen. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Oh, schwarze und weiße. Jetzt
haben wir relativ viele weiße und nur ganz wenig schwarze. Da fehlen uns bestimmt noch schwarze. Aber ich erkenne schon, worauf das hinauslaufen soll. Das lässt sich dann aber besser erklären, wenn wir uns direkt bei dem Rätsel befinden. Wenn das jetzt die Uhr ist, kommen wir jetzt eigentlich hier wieder durch? Der Kerzenleuchter blockiert den Weg von der anderen Seite. Ach Mist, sonst hätten wir ja andersrum laufen können. Ich hatte jetzt gedacht, wir gehen jetzt halt wieder raus, das ist ja die Eingangshalle, dann hoch durch den Geheimgang wieder in den oberen Stock und kommen so ins Büro. Aber ja, da liegt ja der Kronleuchter davor und hier ein ist fast leeres Ölfläschchen. Ein Ölfläschchen, okay. Mist. Wo ist denn die Mumie hin? Wo ist die Mumie von Karl Fassett hingegangen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. So, das hier hatte ich ja gerade aufgemacht, ne? Oder? Ich glaube ja. So, hier ist auch sonst nichts weiter. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Ah, hier ist noch ein Schrank, den wir wahrscheinlich aufbrechen können. Und da ist nichts drin. Mist. Oh, eine Axt. Diese Axt ist sehr scharf und sehr schwer. Wer weiß, wozu wir das gebrauchen können, ne? Hier ist noch ein Schrank. Können wir den noch öffnen? Ja, das sieht gut aus. Aber auch hier ist nichts drin im Mist. Also ich denke mal, uns fehlen mindestens mal noch schwarze Steine. Wenn wir ungefähr gleich viel davon brauchen. So, hier kommen wir aber auch rein. Dann wird sich doch hier jetzt noch was finden, oder? Irgendwo muss es ja noch was geben. Hier. Dieser Schrank ist zugeschlossen. Wie kann ich ihn öffnen? Das geht doch. Gut, dass wir das schon rausgefunden haben. Und hier haben wir... Nehmen wir mal diese kleine Schüssel mit. Mehr geht nicht. Okay. Das hier geht nicht. Dieser Schrank ist zugeschlossen. Wie kann ich ihn öffnen? Der gleiche Trick. Okay. Wir haben jetzt... eine Tasse, zwei Gefäße und ich denke mal jetzt schwarze und weiße Marken, die ungefähr gleich viel aussehen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wozu wir den ganzen Kram aber brauchen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Was haben wir hier? Eine Lampe? Was ist denn das für eine Lampe? Ich erkenne da jetzt irgendwie so die Lampe nicht so richtig, aber gut. Und unser Inventar ist voll. Was machen wir jetzt, wenn wir noch was finden? Hier kommen wir nicht durch. Hier kann man nichts machen. Okay, ich komme auch nicht rein. Na dann. Gibt es jetzt hier wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel zu sehen. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles angeguckt. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann probiere ich jetzt mal, ob wir jetzt das Rätsel vielleicht hier lösen können, hier vorne. Allerdings werden wir das wahrscheinlich dann erst im nächsten Video angehen, denn die Zeit ist jetzt an der Stelle schon wieder vorbei. Und dann probieren wir einfach mal, ob ich das gelöst bekomme. Bis dann. Tschüss.